Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Pfizer. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 5,7% und die Dividende wurde inzwischen seit 13 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von über 100% und das ist eher schlecht, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier einen Minuspunkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also auch hier haben wir momentan einen Wert von über 100% und deshalb ist es natürlich auch schlecht, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir ebenfalls einen Minuspunkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 1,04 auf 1,64 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung, deshalb vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gesunken und zwar von 1,16 auf 0,72 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es insgesamt zwei Dividendenkürzungen und deshalb vergebe ich ja insgesamt einen halben Minuspunkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3,4% angestiegen. Und das ist noch ein guter Wert, würde ich sagen. Deshalb gibt es hier von mir noch einen halben Punkt. Das sechste Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende ansteigen und zwar von 1,64 auf 1,69 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen. Und hier gibt es von mir einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn je Aktie ansteigen und zwar von 0,38 auf 1,66 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen für das Gesamtjahr 2024 und hier vergebe ich einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Pfizer in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich einen Punkt von 7 maximal möglichen Pluspunkten und in meiner Dividendencheck landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, da kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck und hier landet Pfizer momentan mit dem einreichten Punkt hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie beim Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 17. Juli 2024 vor US-Börsenöffnung. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier zum Schluss noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.